Herzlich willkommen allen, die unsere Passionsandachten aus Mögeldorf im Netz anschauen. Ich möchte heute mit Ihnen das neue Hungertuch betrachten. Was sehen Sie? Seitdem ich es zum ersten Mal gesehen habe, fasziniert es mich. Dieses Hungertuch von Miserio und Brot für die Welt für die diesjährige Fastenzeit. Es ist gemalt auf der Bettwäsche eines Krankenhauses. Die Künstlerin Lilian Moreno Sanchez hat in ihrem Augsburger Atelier mit großer Geste und Zeichenkohle ein Röntgenbild nachgezeichnet. Nachgezeichnet die Anatomie, die gebrochenen Füße. Es ist nämlich das Röntgenbild eines Fußes, der mehrfach gebrochen ist. Der Fuß gehört zu einem Menschen, der bei einer Demonstration in Santiago de Chile durch die Polizei schwer verwundet worden ist. Seit Oktober 19 protestieren dort auf dem Platz der Würde viele Menschen gegen ungerechte Verhältnisse. Tausende Demonstranten wurden durch die Staatsgewalt brutal geschlagen und verhaftet. So steht dieser Fuß mit den sichtbaren Verletzungen, stellvertretend für all die dort geschlagenen Menschen und für alle Orte, an denen Menschen gebrochen und zertreten werden. Mich fasziniert dieses Bild, denn es ist nicht nur die Erinnerung an die gebrochenen und zerbrochenen Menschen, sondern es ist auch eine Ermahnung an meine Bestimmung als Mensch. Als Mensch bin ich auf der Erde, um dafür einzutreten, dass alle Menschen in Würde und Gerechtigkeit und in Solidarität und Frieden miteinander leben können. Das ist meine Bestimmung als Mensch. Die Künstlerin hat diesem Bild einen Psalmvers zugestellt, Psalm 31, Vers 9. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Dieser Psalm ist eigentlich ein Gebet in auswegloser Zeit. Aber kaum sind die Worte dieses Verses über meine Lippen gekommen, bin ich schon gestärkt. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Fester Stand, weiter Raum, Freiheit. Das wünsche ich uns für die noch kommende Passions- und Fastenzeit, einen festen Stand, einen weiten Raum, denn das ist Freiheit. Ihre Christine Schürmann.